Hallo und herzlich willkommen zum Herzkraft-Podcast. Klar, offen und intuitiv. Der Podcast für das Zuhause in dir. Und dem heutigen Schwerpunktthema nehme ich den Unterschied zwischen Bauchgefühl und Intuition. Mein Name ist Stefanie Rübke. Ich freue mich total, dass du dabei bist und dass du dich interessierst für mein Lieblingsthema Intuition. Und da ich vor kurzem mal wieder so was Schönes gelesen hatte im Netz, nämlich, dass man mit seiner Intuition so vorsichtig sein sollte, weil die könnte auch falsch liegen. Ich möchte jetzt mal die Fahne hochhalten hier für die Intuition. Dieses wunderbare Geschenk, was wir alle bekommen haben, dass ja, aus meiner Sicht uns perfekt durchs Leben führt, genial ist und die aus meiner Sicht wirklich nie einen Fehler macht. Und genau darum geht es heute, nämlich meine Wahrnehmung, ja, meine Erfahrung mit der Intuition und dem Unterschied zum Bauchgefühl. Und aus meinem Verständnis heraus hat der Autor oder die Autorin dieses Textes über die Intuition, wo es darum ging, dass die auch Fehler machen kann, vom Bauchgefühl gesprochen. Und der Begriff Bauchgefühl und Intuition wird ja ganz häufig synonym verwendet, spricht dann immer vom Bauchgefühl und meint die Intuition oder auch andersrum. Und aus meiner Sicht gibt es da ganz wichtige Unterschiede, Unterscheidungsmöglichkeiten. Das ist auch so der Knackpunkt, wann immer wir irgendwas lesen im Netz oder wenn wir etwas hören oder Videos sehen, dann sind das natürlich ganz persönliche Eindrücke oft auch. Und selbst wenn es von Wissenschaftlern irgendwelche Erkenntnisse sind, Forschungsergebnisse, dann wissen wir ja mittlerweile auch, dass selbst die auch von den Erwartungen der Menschen geprägt werden, ja, dass die auch Einfluss darauf haben. Und wir können immer nur auch in uns selbst hineinfühlen und selbst fühlen, ob das, was wir sehen, hören, lesen, ob das mit uns in Resonanz geht. Ob das sich für uns stimmig anfühlt, ja, ob es etwas in uns weitet, ob es unser Herz berührt. Und dazu möchte ich dich auch heute einladen, wenn ich so aus meiner Sicht spreche, vom Unterschied Bauchgefühl und Intuition, dann ist das meine persönliche Erfahrung. Und du kannst einfach schauen oder ich lade dich dazu ein, dich zu fühlen, zu spüren, ob das für dich stimmig ist, ob es deiner Herzzweit entspricht. Oder ob du hinterher sagst, ist ja alles ganz gut und schön, was Stefanie da erzählt, aber meine Erfahrung ist eine andere. Oder das hört sich für mich überhaupt nicht stimmig an. Da geht letztendlich auch schon die Intuition los. Indem sie uns mitteilt, ganz oft auch über Körperreaktionen, ob etwas für uns stimmig ist, wenn es eben unser Herz berührt. Und dabei sind wir jetzt schon gleich mitten im Thema. In unserer Gesellschaft wird ganz oft von Bauchgefühl gesprochen, weil viele Menschen schnell oder als erstes auch ihren Bauch spüren oder im Bauch etwas wahrnehmen, wenn sie emotional betroffen sind. Und ganz auffällig ist das bei Kindern. Die sagen ja ganz oft, oder viele Kinder sagen ganz oft, dass sie Bauchschmerzen haben und können das gar nicht näher artikulieren oder genau bestimmen, sondern die erzählen dann, dass ihnen nicht gut geht und das ist häufig aber auch eine emotionale Reaktion.
und ganz oft auch Angst, die dahinter steckt, die sich im Bauch bemerkbar macht. Und dann in diesem Fall zieht sich dann eher bei dem Thema Bauchgefühl etwas in ihnen zusammen. Es wird etwas enger. Währenddessen, wenn wir eine Information von der Intuition bekommen, dann öffnet sich etwas in uns, so wie ein innerliches Ja. Und da ist eine Weite spürbar und oft auch eine Herzberührung. Was ist das erste wichtige Merkmal, dass wir dem Bauchgefühl eben tatsächlich oft etwas im Bauch wahrnehmen, während die Intuition bei jedem Menschen auch sich anders zeigen kann und auch in unterschiedlichen Themen sich unterschiedlich zeigt, jedoch für mich auch immer eine Herzberührung dabei ist. Warum vielleicht auch die Unterscheidung manchmal für viele Menschen schwierig ist, ist, dass wenn wir eine Information oder einen Hinweis, einen Impuls von der Intuition bekommen, gerade wenn es darum geht, einen neuen Schritt zu wagen, dann ist der erste Impuls von der Intuition, der sich für uns auch ganz stimmig anfühlt, der unser Herz berührt und gleich danach springt das Bauchgefühl an, in Anführungsstrichen, und konfrontiert uns mit den Zweifeln, mit den Sorgen und mit den Ängsten. Und das passiert häufig, weil die Intuition an unserer Weiterentwicklung interessiert ist. Die gibt uns ganz oft Impulse für neue Schritte, die aber unserem eigenen Seelenweg entsprechen, die aber auch oft außerhalb unserer Komfortzone liegen. Das heißt, wir müssen neues Gebiet betreten, wir müssen Dinge vielleicht anders machen, wenn wir diesen Impulsen folgen. Und deshalb springt oft danach das sogenannte Bauchgefühl an, denn dann kommen die Ängste, die damit zusammenhängen. Denn wir haben diese Schritte bisher vielleicht nicht gemacht, weil sie uns zu groß erschienen, weil sie uns in Unsicherheit führen würden, weil es ja neue Schritte sind und wir dann nicht wissen, was dann da auf uns zukommt. Und ich finde, das ist ganz gut verständlich, wenn du was anfangen kannst mit diesem Konzept von Körper, Seele und Geist. Denn für mich ist die Intuition die Herzensstimme. Ja, die ist das Sprachrohr meiner Seele. Denn das Herz ist das Bindeglied zwischen Körper und Seele und die Intuition, das Sprachrohr der Seele. Und die Seele möchte gerne, dass wir uns weiterentwickeln, dass wir unserem Seelenweg folgen und auch dem, was wir uns vorgenommen haben für dieses Leben, welche Erfahrungen wir machen möchten, wo wir uns weiterentwickeln möchten. Und aus dem Grund sind das oft neue Erfahrungen, die sie uns führen möchte, die uns aber entsprechen. Während das Bauchgefühl für mich mehr aus der körperlichen Ebene kommt, denn da sammeln sich alle Informationen aus dem Unterbewusstsein, die über das Bauchgefühl für uns hörbar werden. Und letztendlich hilft uns dieses Bauchgefühl auch, aus dem Unterbewusstsein wieder Themen ans Licht zu bringen, ja, in unser Bewusstsein hinein. Wenn wir eine neue Erfahrung machen oder wir treffen eine Entscheidung, wollen eine Entscheidung treffen, dann meldet sich das Bauchgefühl dahingehend,
dass es die Informationen gleicht mit unseren Erfahrungen. Und wir haben ja schon unglaublich viele Millionen, aber Millionen von Informationen gesammelt, die uns nicht alle bewusst sind. Wir nehmen ja den ganzen lieben langen Tag einen Haufen Informationen über unsere Sinne wahr und die gelangen nicht alle in unser Bewusstsein. Die sind aber trotzdem irgendwo in uns auch noch vorhanden. Und dieses Bauchgefühl springt dann an, wenn wir vor einer neuen Situation stehen, vor einer neuen Entscheidung, dass es diese Information aus dem Unterbewusstsein spürbar macht und uns in Sicherheit wiegen möchte. Und da springen nicht nur die Erfahrungen an, die wir schon mal gemacht haben, nach dem Motto, oh, da habe ich das und das erlebt, oder ich habe das und das mitbekommen, ich habe vielleicht mal einen Film gesehen, da ist das und das passiert, als der Hauptdarsteller diesen und jenen Schritt gemacht hat, der jetzt meinem ähnlich ist. Oder auch in meinem Umfeld haben mir Menschen davon erzählt, dass sie etwas Furchtbares erlebt haben, als sie einen ähnlichen Schritt machen sollten. Oder als ihnen etwas Ähnliches passiert ist. Aus diesem Grund kann das Bauchgefühl uns auch oft daran hindern, so wichtige Schritte zu machen, die unsere Intuition uns gibt. Denn der Intuition sind da diese ganzen Erfahrungen oder diese ganzen unbewussten, bisher unbewussten Erinnerungen oder Informationen, die sind der egal. Die Intuition ist aus meiner Sicht daran interessiert, dass wir den Wünschen unserer Seele folgen. Mir fällt gerade dieses Beispiel nochmal ein. Ich glaube, ich habe das schon mal erzählt in einer Podcast-Folge, dass mich ja meine Intuition darauf aufmerksam gemacht hat, dass Mallorca ein guter Platz für mich wäre. Und zwar habe ich vor ein paar Jahren in einer Zeitschrift geblättert und da stand ein Artikel über eine deutsche Schauspielerin, die auf Mallorca lebt und da jetzt, glaube ich, auch Biolandwirtschaft betreibt, da total happy ist, sich eingelebt hat. Und ich habe das gelesen und es war innerlich in mir die Stimme oder ein Impuls, der sagte, das ist es. Das ist ein guter Platz für dich. Und ich quasi das wahrgenommen habe, auch an meinem Herzen, dass sich etwas in mir geöffnet hat und da so ein Funken von Freude spürbar war, während gleich darauf eine große Verwirrung eigentlich in mir war und so ein Bauchgefühl und sagte so, nee, Mallorca mag ich nicht. Ich war vor 20 Jahren schon mal auf Mallorca und das war auch ganz schön. Aber ich hatte nie positive Assoziationen generell mit Spanien. Da bin ich nicht so gerne hingefahren. Und es hat mich auch nichts bewusst dorthin gezogen. Allerdings dachte ich dann, gut, ich liebe es, am Meer zu sein und dort habe ich sicherlich auch sichere Sonnentage, mehr sichere Sonnentage als hier. Vielleicht liegt es daran. Allerdings hat mein Bauchgefühl mir daraufhin lange signalisiert, nee, das stimmt wahrscheinlich nicht oder ich habe mich da getäuscht oder geirrt und keine Ahnung. Aber es hat mir keine Ruhe gelassen und es hat, glaube ich, 7, 8 Monate gedauert, bis ich dann tatsächlich das erste Mal nach Mallorca geflogen bin, um mir das denn jetzt tatsächlich mal vor Ort anzuschauen und unter
diesem Aspekt diese Insel zu besuchen, ob es denn für mich ein guter Platz wäre. Und natürlich hat meine Intuition recht gehabt, denn als ich dort war, und das war auch dann zu Corona-Zeiten, im Lockdown sogar, ich bin dorthin gefahren, hatte mir für 4 Wochen eine Ferienwohnung gemietet und kannte auf der Insel, aber weiter entfernt, eine Person. Und trotzdem bin ich sogar während dieses Lockdowns dort ganz schnell in Kontakt gekommen mit anderen Menschen, mit den Nachbarn, denen wir uns auf dem Balkon getroffen haben oder da, wo wir draußen gesessen haben und ich dort letztendlich sehr schnell wunderbare Bekanntschaften gemacht habe, aus denen sich sogar zum Teil Freundschaften entwickelt haben und letztendlich dann noch viele andere Dinge passiert sind, die mir gezeigt haben, es ist alles im Flow. Ich fließe hier gerade mit dem Leben mit und zwar auf einer sehr sanften Welle, auf eine sehr angenehme Art. Das ist ein Unterscheidungsmerkmal, wenn wir der Intuition folgen, neue Schritte wagen und das Bauchgefühl wahrnehmen, aber nicht allen Erfahrungen oder Ängsten, die dort sitzen, Glauben schenken, dann kommen wir mehr in den Flow, dann fühlt sich das Leben leichter an. Dann spüren wir auch, dass wir geführt sind über die Intuition, dass wir mehr Lebensenergie empfinden können. Das habe ich sehr eindrücklich mit dieser Mallorca-Geschichte erlebt, weil ich mir aus meinen Gedanken heraus das niemals ausgesucht hätte. Wie gesagt, es auch vorher noch nicht mal einen Sog gab, da mal hinzufahren. Und ja, dazu möchte ich dich mal einladen oder inspirieren, mal wirklich so einen Schritt zu machen, den du erstmal vielleicht einfach nur verwirrend findest, ja? Oder den du ängstigend findest. Denn dann kannst du im Nachhinein ganz deutlich und ganz klar auch unterscheiden, ist es eine Information deiner Intuition gewesen und hat sich das bestätigt oder hat sich das nicht bestätigt, war das dann doch eher dieses Bauchgefühl und haben da die Ängste und vielleicht auch die Erfahrungen anderer mit hineingespielt. Ein weiteres Merkmal, dass die Intuition aus dieser tiefen Weisheit aus unserem Innern kommt, während das Bauchgefühl mehr reagiert auf die Reize auch von außen. Das kann sich auch ändern. Ja, es wird vielmehr so, sie zeigen auch, wie sich Gefühle verändern, indem von außen plötzlich eine neue Information kommt oder eine zusätzliche Hilfe. Und plötzlich wird aus einer Angst dann doch eher eine Sicherheit. Während die Information der Intuition, die bleibt gleich. Die ändert sich auch nicht. Das Schöne ist, wir bekommen sie auch immer wieder. Denn es hat schon sicherlich auch in deinem Leben viele Situationen gegeben, wo wir diese Impulse bekommen haben. Ich meine, wir bekommen die letztendlich den lieben langen Tag von unserer Intuition, die Impulse, wie wir reagieren können, wie wir weitermachen können und haben aber ganz oft nicht darauf gehört. Die Intuition nimmt uns das aber auch überhaupt nicht übel, sondern sie gibt uns weiterhin diese Impulse. So lange, bis wir darauf hören oder so lange, bis unser Leben dann irgendwann
so anstrengend wird, weil wir nicht diesem Weg unseres Herzens folgen, weil wir nicht unserer Herzensstimme folgen, nicht unserer Herzenswahrheit folgen. Und es wird da Angst, weil wir unsere Sicherheitszone dabei verlassen müssten. Es war jetzt bei mir in dem Beispiel mit Mallorca nicht so schlimm. Es gab jetzt keine große Sicherheitszone, die ich da verlassen musste. Aber es gibt ja andere Themen. Wenn es zum Beispiel um eine Unzufriedenheit im Beruf geht, eine Unzufriedenheit auch in einer Form von Beziehung oder in Partnerschaften. Wir bekommen immer wieder Hinweise. Und auch wenn du denkst, du nimmst das nicht richtig wahr oder gibst da immer wieder diese Verwirrung, aber irgendwo tief in uns wissen wir das eigentlich immer, was jetzt der richtige nächste Schritt ist. Es kann ja zum Beispiel sein, dass du einen Menschen kennenlernst, wo jetzt rein äußerlich oder auf der logischen Ebene so wenig passt, so wenig Übereinstimmung gibt. Und trotzdem gibt es einen starken Sog zu diesem Menschen, dort in die Verbindung zu gehen, weil es da etwas zu erfahren gibt, weil es da vielleicht auch nächste Schritte auf unserem Entwicklungsweg gibt oder möglich werden mit diesen Menschen zusammen. Und aus meiner Sicht ist es immer wert, dem nachzugehen. Und das kann man natürlich auch erstmal bei weniger wichtigen Entscheidungen machen, um immer mehr eine Sicherheit darin zu bekommen. Was sind denn jetzt hier die Impulse meiner Intuition? Und was ist das, was mein Bauchgefühl dazu sagt? Eine Sache kannst du dir vielleicht auch noch ganz gut merken, finde ich ganz hilfreich, ist, dass die Intuition uns immer diesen ersten Impuls gibt. Also das Erste, was anspringt auf eine Frage und dann das, was danach kommt, ist dann oft das Bauchgefühl, das abwägt. Ob du da jetzt noch in der sicheren Zone deines Lebens dich befindest oder dich auffordert, das alles nochmal zu hinterfragen. Das heißt, sobald du in ein Gedankenkarussell kommst und hin und her und Pro und Contra überlegst, ist es nicht mehr die Stimme deiner Intuition. Die ist ganz klar. Die bleibt auch klar. Und sie gibt auch wieder neue Impulse. Diese Impulse können auch auf ganz unterschiedliche Arten kommen. Es kann tatsächlich auch mal ein Gefühl oder ein Sog sein, irgendwo hinzugehen. Oder indem du etwas liest, wie ich in einer Zeitschrift, indem du vielleicht ein Lied hörst und da ist eine Zeile drin, die dich sehr berührt. Oder auch manchmal, ich habe es auch schon erlebt, dass ich innerlich eine Frage hatte und dann fuhr ein Lastwagen an mir vorbei und da stand eine Werbung drauf oder so. Und da war dann ein Impuls drin, ja, ein neuer Hinweis, der mich zu der Lösung geführt hat. Es gibt wirklich tausende von Möglichkeiten, wie sich die Intuition äußert. Dazu mache ich dann auch noch mal eine Podcast-Folge. Und es wird auch in meinem Buch nachzulesen sein zum Thema Intuition. Mir ist nochmal wichtig zu sagen, dass ich das Bauchgefühl auch großartig finde. Das ist für mich eher so ein Entwicklungsschritt vom Bauchgefühl zur Intuition. Um das Bauchgefühl wahrnehmen zu können, bedarf es ja auch schon der Fähigkeit, sich so mit seinem Innersten zu verbinden und da immer wieder drauf zu horchen, die Körpersignale wahrzunehmen, die Impulse wahrzunehmen. Und je mehr wir das machen, je mehr wir uns nach innen wenden, je mehr wir auf diese feinen Unterscheidungen in unseren Körperreaktionen achten, desto einfacher fällt es uns auch dann, diese Unterscheidung zu treffen.
Und desto besser, immer besser nehmen wir unsere Intuition wahr. Hast du auch schon mal so verrückte Erfahrungen gemacht, wo du erst dachtest bei deiner Intuition, nee, das glaube ich jetzt nicht, das war bestimmt ein Missverständnis oder so, und wo sich hinterher dann doch herausgestellt hat, dass diese Impulse und Hinweise genau das Richtige für dich waren? Ich würde mich total freuen, davon zu hören. Dann lass mir doch deine Eindrücke oder das, was dich jetzt hier berührt hat, oder auch deine Erfahrungen mit der Intuition oder dem Bauchgefühl gerne in den Kommentaren. Und vielleicht hast du ja auch noch mal einen ganz großartigen Hinweis, eine Inspiration, was dir hilft, da die Informationen zu unterscheiden. Informationen, Inspirationen, die uns alle weiterhelfen können. Ich freue mich darauf. Und jetzt wünsche ich dir noch einen wunderbaren Tag mit deiner Herzensstimme. Die Intuition führt uns letztendlich auch zu unserer Herzkraft. Sie verbindet uns ja damit. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag mit deiner Herzensstimme, deiner Herzkraft. Alles, alles Liebe für dich und vielen Dank, dass du bis zum Ende zugehört hast. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Bis bald. Ciao.